arbeite als Erzieherin, habe selber zwei Kinder, 3 und 5 Jahre alt. Ja, ich liebe die Arbeit mit Kindern und habe nach einem Weg gesucht, einen anderen Zugang zu den Kindern zu finden, einen neuen Weg, den Kindern zu helfen. Ja, und so bin ich hier gelandet. Ich habe im Internet nach Weiterbildungsmöglichkeiten gesucht und bin irgendwie immer wieder komischerweise auf dieser Seite gelandet. Habe es immer wieder verworfen. Danach weiß ich nicht. Habe ich ja noch nie was von gehört und ob das was ist. Ja, aber irgendwie waren da halt so viele Möglichkeiten. Also so viele Bausteine einfach. Ich gedacht, probier es doch mal aus. Also ich habe das meiste an mir ausprobiert, weil meine Kinder, also die Große wollte gerne, aber ich merke, sie ist halt doch noch klein. Also ich denke jetzt, das mit den Ressourcen kann ich bei denen eher anwenden, also diese Potenziale finden, fördern. Blockaden haben die jetzt noch nicht so viele, Gott sei Dank. Aber bei mir, also ich habe schon in dem ersten Block hier sehr viel lassen können, sehr viele Blockaden lösen können. Super. Also ich fühle mich super wohl. Auch die Leute miteinander, das ist ganz toll. Man kann sich da wirklich öffnen. Also ich habe normalerweise ein bisschen... Ja, bin auch so ein bisschen zurückhaltend, gerade so bei Fremden, man weiß ja nie. Aber das kann man hier super. Also ich habe schon nach dem ersten Block, bin ich nach Hause gefahren und gedacht, Mensch, warum hast du in der Schule nicht einen Lehrer gehabt, der auch nur ein bisschen so ist wie Daniel? Dann hätte ich viel, viel mehr behalten und es wäre mir viel, viel leichter gefallen. Weil ich muss auch sagen, also wenn man sonst mal irgendwo auf einem Vortrag ist, Fortbildung, was auch immer, gibt es immer diesen Punkt, wo ich dann merke, ach, was hat er nochmal gesagt? Ich war gerade. Und das habe ich hier nicht einmal gehabt, nicht einmal. Also ich weiß nicht, man hängt an seinen Lippen und man saugt das auf und man behält aber auch alles. Also wie er das macht, das ist Wahnsinn. Also meiner Meinung nach müssten das alle Lehrer machen. Erzieher wäre auch super. Ärzte, ja, eigentlich das. Ich sag mal, so einen kleinen Ausschnitt für Eltern wäre auch super. Also das ist was wir schon lange gebraucht hätten.